So, moin moin Leute, hallo, servus. Bis Gott. In der heutigen Folge geht es mal ums Thema Goldwaschrinnen und welche Waschrinnen es überhaupt gibt, beziehungsweise welche Wirkungsweisen es von den Waschrinnen gibt. Das schauen wir uns heute mal genauer an. Dazu habe ich mal ein paar Waschrinnen dabei. Wo im Endeffekt dann die Unterschiede von den einzelnen Waschrinnen sind, das werdet ihr jetzt im folgenden Video sehen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe Gott sei Dank die wasserdichte GoPro dabei, denn heute geht's rüber nach Thüringen. Das ist meine Hauptrinne, mit der wasche ich normalerweise hier. Mining Moos, Riffel, Streckmetall, grober Vorschaugummi, feiner Vorschaugummi. Waschrinne 2, Vorschaugummi, Goldfischli, Riffel, Streckmetall und Mining Moos und Teppich drunter. Das ist die dritte Waschrinne von mir, überwiegend Riffel. Vorschaubereich hier, die Lichtplus gerade verkehrt rum da. Nico sei kleine, Vorschaubereich, grobes, noch gröberes Material und Gummi. Und die große mit Vorschaubereich, Riffeln, Streckmetall und kleineren Riffeln. Ja, an so Goldwaschtagen ist es ein kleines bisschen wie Lotterie, wenn man sich seinen Standort raussucht, weil es ist ja oberflächlich praktisch vieles schon durchgesucht worden, die letzten Veranstaltungen über. Ja, wir haben uns jetzt entschlossen, unseren Waschbereich dort hinten reinzusetzen, bei dem Felsen. Und da gucken wir mal, was jetzt geht. Okay, ich glaube, wir haben da was drin. Jawohl. Und was für eine? Ja, ich habe doch gesagt, ich habe den vorhin schon gesehen. So ein 4 mm Stück. Da ist eine. Das sind die 3D gedruckten Riffel hier. Hast du die selber gemacht oder gekauft? Nee, gekauft. Von? Goldsachs? Goldsachs. Erzähl doch mal ganz kurz, wie gut die schon gefangen haben. Ja, bis jetzt sehr gut. Also ich bin vollkommen zufrieden. Das weitere, also das kleinere Gold sammelt sich hier vorne und das gröbere sammelt sich dann hier und weiter hinaus nur wieder fein. Also die erfüllt ihren Zweck vollkommen. Ne, die 3D-Druck-Riffel. Also das ist schon top. Wie hast du den Rahmen gebaut? Das ist jetzt einmal, ja ich weiß, es rostet, aber das ist Stahl, zweimal so Stangen und dann habe ich ausgeschnitten oder? Ja, Streckmetall habe ich drauf geschweißt, kann ich dann vorstellen. Das ist halt genau exakt auf Press gearbeitet, ne, und dann ist alles dran geschweißt. Dann habe ich meine Riffeln aus Alu gemacht, die ein bisschen rangebogen. Ne, und dann mit Silikon versehen, sodass da wirklich das Gold nicht einfach unten oder oben drüber durchzwitscht und sammelt sich dann schön in den Rücken. Jawohl. Und hier unten dann Fußmatte. Genau, Fußmatte und dann einfach so eine Katzenstreu, keine Ahnung, Matte. Katzentoilettenmatte, ja, genau. Oder Duschmatte. Ja, genau. Ja. Die ist top für mich, weil die dann unten komplett zu ist. Ja. Ne, das sammelt sich zwar auch ein bisschen, aber das meiste bleibt dann hier liegen. Okay. Na dann. Waschen wir mal aus. Und die passt jetzt wahrscheinlich auch genau da in den Eimer rein, ne? Ja, genau. Die ist jetzt exakt dafür gedacht. Das ist jetzt einfach so eine Automatte. Ja.
Bis eben nicht Geld gekauft, glaube ich 2 Euro oder was. Ja. Und dann sammeln die Schnecken. Die Dinger hätte ich am besten an ein Stück gelassen oder ja, zwei Stücke. Aber da habe ich auch ein bisschen rumprobiert und ja, ist halt jetzt so geworden. Aber es funktioniert. Aber es funktioniert. Einmal drauf. Also Gesamtkosten, was ich selber ausgegeben habe, für das Ganze hier, bin ich, glaube ich, bei 60 Euro. Also ich habe hier jetzt so einen Stallkleber, ja, Rosseriekleber verwendet. Ja. Und der ist halt bombenfest, also du kriegst den ja wieder auseinander. Ja. Okay. Ist praktisch der Anschlag für die Gummimatte, dass die da nicht rausrutscht. Ja, und wie hält der Riffelrahmen jetzt? Er ist auf Druck. Auf Druck? Ah ja, okay. Du ziehst also die Rinne auseinander? Nee, gar nicht. Ich presse es einfach nur rein. Nur reinpressen? Das ist mit einer Wiegemaschine hingebogen worden und dann wirklich auf den Millimeter so, dass es wirklich auf Druck ist. Jawohl. Ich muss sie nicht mehr befestigen, gar nicht. Okay. Cool. Die ist bombenfest, die fliegt nicht raus. Alles klar, cool. Ja. Millimeter Arbeit. Ja, schaut an, wer da drüben im Wasser rumbuddelt. Servus. Grüß dich. Mike auch hier, jawohl. Und da drüben gleich der Nächste. Grüß Gott. Ich bin Bock, der Baumeister. Ich baue mir gerade Strömung. Schaut nur, wer hier eingeflogen ist. Ja. Spät. Moin. Aber servus. Doch noch der rechtzeitig. Uwe. Der Uwe kommt. Ja. Und hat sich seinen Standort schon gepickt. Ja, ich nehme den, wo ich das letzte Mal war. Dann also mache ich weiter. Den mache ich wieder auf. Aber ich denke, wir kommen dann später mal bei dir vorbei. Machen wir Lugi Lugi. Gucken wir mal. Ja, und? Alles klar. Gut. Ciao. Aber mit der Breite zu fliegen. Ja, ja, ich habe noch eine 4. Auch eine Eigenbauhinne, komplett alles selbst gemacht. Ja, Markus, bist du zufrieden mit deiner Waschrinne? Ja, super, mega. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hole das noch im Auto, die hole ich vielleicht nachher auch noch, mal gucken. Welches sind die besten Stellen von der Waschrinne? Wahrscheinlich die mit den großen, oder? Ja, die großen, die, wobei diese mittleren, die fangen auch schon sehr gut auf. Und das ist wie eine Protektionsmatte schon fast, also da sieht man dann das Gold auch immer schön. Und ja, diese Runden, die haben einen schönen Vortex-Effekt. Also doch, bin ich zufrieden, ja. Ja, der Cleanout von ihm hat jetzt hier noch eine kleine Goldflocke rausgekitzelt, ein Stückchen. Jawohl. Ja, und wir stellen jetzt die Rinnen zum zweiten Mal. Ich stelle jetzt beim zweiten Mal die Universalrinne von mir. Kennt ihr ja aus den anderen Videos schon. Warum stelle ich die? Ganz einfach, weil die mit unterschiedlichen Wasserhöhen klarkommt, ohne dass ich jetzt hier irgendwas ändern muss. Ja, und da geht's jetzt weiter. Jetzt kommt der Cleanout von meiner Universalrinne. Beschwert mit so einem schönen Stein. Ja. So schaut das Ganze aus. Bis in die letzte Reihe rein. Also man sieht von der Maschenweite her, habe ich jetzt eine andere Maschenweite wie er. Das hat alles Vor- und Nachteile. Also die Vorteile hier ist einfach, dass die Zone, hinter dem das Gold liegen kann, die ist einfach für größeres Gold gedacht. Bei ihm, er hat kleinere Maschenweiten, da bleibt eher feinkörniges Gold drin. Deswegen fängt er hinten in dem Bereich überwiegend feinkörniges Gold. Und durch die Riffelhöhe, die da drin ist, das sieht man jetzt hier auch sehr schön, das sind jetzt hier so ungefähr so 12 bis 14 mm mit einer Neigung zwischen 42 und 45 Grad von dem Riffel hier.
Und dadurch ergibt sich die Menge an Material, die sich dahinter sammeln kann, ungefähr in dem Abschnitt, so weit. Und diese Streckmetallgitter hier, die ermöglichen es dann den einzelnen Körnern, die hier drüber gefallen sind, sich dahinter irgendwo reinzuklemmen. Und je höher dieser Rahmen hier ist, desto mehr großkörnliches Schwermaterial bleibt dahinter hängen. So, dann hier das Ganze zusammenrollen, rausnehmen. Und ich habe zusätzlich halt noch diese Feinriefenmatte drunter, die man hier dann noch rausnehmen kann. Der Vorteil bei dem Teppich gegenüber dem Katzenklo-Dingsbums, also Mining Moos, fachmännisch gesagt, ist im Endeffekt, dass auf dem Teppich nicht so viel Material hängen bleibt. Also das Auswaschen geht leichter. So, dann kann ich natürlich das Ganze auch hier im Eimer machen, wenn ich möchte. Aber dadurch, dass es eine Prospektionsrinne ist, kann man natürlich ohne Eimer arbeiten mit dem System. Das ist natürlich für einen Bach im Hochgebirge ideal, weil da ist es natürlich unfassbar schwer hochzukommen. Und da kann man solche Eimer natürlich nicht einfach mitnehmen. Ja, und das hier ist unser Material. Das waschen wir jetzt hier drin aus. Und dann allerdings mal kurz umschichten. Okay, sollte reichen. Ich glaube, da haben wir was hier. Nicht ganz nah ran, sonst sehen wir es nicht. Wir brauchen 20 cm Abstand mit der Kamera. So? Ja. Weil die hat keinen Fokus. Jawohl. Ja. Man sieht jetzt hier bei mir zum Beispiel den feinen Black Sand. Der war bei dir nicht drin. Mhm. Na? Also du siehst, es gibt Unterschiede beim Fangen, tatsächlicherweise. Der Teppich, den ich drin habe, der fängt tatsächlicherweise wirklich gut diesen Black Sand. Und ihr habt ja gesehen, wir haben wirklich dasselbe Material in beide Rinnen reingeschmissen. Und da ist es mit drin und bei ihm nicht. Ja? Es ist spannend, solche Vergleiche zu machen, wenn man einfach dann einmal sieht, was diese Waschrinnen alles so fangen können. Ja, und da haben wir dann hier dieses schöne Stückchen Gold drin. Und ich war der Meinung, dass wir jetzt hier vorhin auch kleine Goldflitterchen da noch drin gehabt haben. Jawohl. Gut. Wir gehen jetzt kurz was schnabulieren. Ich habe den Kuchen mit Gold. Muss besser werden. Ja, jetzt habe ich gerade mal meinen Sonnenschutz angelegt, weil die stark blendende Mittagssonne, die von Mike prognostiziert wurde, die scheint mir gerade so arg ins Gesicht, dass ich mir die Regenjacke anziehen muss. Ja, Mike, erzähl mal, wie ist der Sonnenschein so bei dir? Einwandfrei. Ja? Hast du Sonnencreme verwendet? Habe ich extra drauf gemacht vorher. Ja, ne? Na klar. Gut, alles klar, also Sonnencreme hilft auf jeden Fall und wir gehen zurück zum Waschen. Ja, und im nächsten Anlauf setzen wir jetzt nochmal neue Rinnen und zwar jetzt die hier. Die hat jetzt gar keine großen Riffel drin, sondern kleine Gummiriffel und diese hier auch wieder mit 3D-Druck. Und Gummi, ne? Ja. Jawohl. Wichtig bei solchen Rinnen ist aber auf jeden Fall, dass man das Material vorsiebt. Nicht größer wie 12 mm,
die Steinchen macht, idealerweise 8 mm, 6 bis 8 mm wäre perfekt. Und dazu brauchen wir wahrscheinlich das hier. Das heißt, nach dem groben Sieben wird es da reingemacht und da wird es mit dem feinen Sieb durchgesiebt. Schauen wir mal, was da hängen bleibt. Oh, die Sonne ist rausgekommen. Wir brauchen Sonnencreme. Hab ich doch gesagt. Mike? Ja. Wie läuft's? Jetzt läuft es besser, ne? Die Stelle gewechselt jetzt mal. Weißt du, wie es ist, wenn nichts kommt, Stelle wechseln? Mal gucken, was da heute bei rumkommt. Hier bin ich gerade, hier vor dem Stein. Vorher war ich hier hinten. Ja. Ich denke, es wird ein schöner Tag. Ah, Ralf. Ja. Sind wir glücklich? Noch nicht. Werden wir glücklich werden? Ich weiß es nicht. Okay, du hast da ein neues Saugrohr. Erzähl mal. Das ist geil. Was kann das? Mein Anderson von Gulfstream ist ja leider nach 5 oder 6 Jahren hat es zeitlich gesegnet. Und jetzt habe ich eine neue. Darf ich ein bisschen Werbung machen? Ja, klar. Von The Mining Claim. Mining Claim, jawohl. Kein Geld von denen, nein. Die ist echt klasse. Also sehr stabil. Selbe Glück wie bei der Gulfstream aus Schweden. Ja. Ja, es kommt kein Wasser oben rausgespritzt, selbst wenn Wassersäule draufsteht, das ist sehr gut. Du hast ja auch eine Kurve dabei, also ein 45 Grad Winkel. Ja. Plus Verjüngung. Cool. Na? Und Adapterstück. Cool. Alles zusammen 48 Euro. Dafür kannst du nicht selber bauen. Ja, für 48 Euro brauchst du es nicht bauen, ja. Ja, und? Vor allem stabiles Rohr, nicht hier so ein Fallrohr oder, okay, oder so, sondern richtig dickes, stabiles Rohr. Na? Das kann was. Das kann was, jawohl. Das Einzige, was mich da jetzt stört, ist die Welle hinten. Ich habe die gerade wieder reingeschmissen. Die ist noch nicht ausgerichtet. Also. Aber sieht geil aus, die Welle. Ja, zum Surfen. Zum Surfen. Ja, und hier bei uns geht gerade in der Waschrinne geht's weiter. Wir haben jetzt hier gerade in die zwei Waschrinnen wieder eingefüllt. Und anscheinend haben wir hier auch schon zwei Punkte wieder drin. Hier bleibt deutlich weniger hängen zwischen diesen Gummiriefen, aber es könnte theoretisch was drin hängen bleiben. Und das werden wir gleich im nächsten Cleanout nochmal testen, weil ich mache jetzt gleich mal von der Waschrinne hier ein Cleanout. Ja, beim Cleanout hat sich jetzt gerade gezeigt, dass wir da jetzt leider kein Gold drin haben. Aber ihr seht schön die. Doch. Nein, das ist Pyrit. Schade. Schade. Aber ihr seht vom Material hier, es bleibt hier auch gut Material drin hängen. Und sofern man eine goldhaltige Stelle hat, ist das natürlich auch erfolgreich. Es bleibt aber deutlich weniger Schwersand drin als jetzt zum Beispiel in den anderen Waschrinnen. Und deswegen wechsle ich wieder zurück auf meine Hauptwaschrinne und bin guter Dinge, dass es gut weiterläuft. Gut, Zeit für den nächsten Cleanout. Auch hier, jawohl, haben wir ein bisschen was drin. Auch hier dieses 3D gedruckte Material. Ja, und auch da in dieser 3D gedruckten Ausführung haben wir auch wieder einen Flitter drin gefunden. Aber etwas mehr von dem hellen Sand. Jawohl, hier. Jawohl. Und du gehst auch auf die andere Waschrinne zurück? Ja. Jawohl. Ja, wir haben jetzt einmal die verschiedenen Typen alle ausprobiert, aber im Endeffekt ist bei den stark schwankenden Wassermengen einfach irgendwas mit 100%iger Fangeigenschaft immer besser. Und man sieht es jetzt auch hier bei mir in der Waschrinne. Auch hier
liegt schon wieder Gold drin. Obwohl hier durch den Regen, weil es regnet hier dauernd stark, das Wasser durchaus einmal 5 bis 10 cm schwankt. Und wenn ich jetzt so eine hochsensible Rinne reinstelle und die praktisch auf U-Boot-Modus geht, dann kann es sein, dass einfach das Gold mit rausgeschwemmt wird oder sie nicht mehr gescheit wäscht. Deswegen gehen wir in die Richtung Streckmetall und dann entweder Teppich oder Moos. Mal gucken, ob was drin ist. Hast du schon gegessen? Ja. Wie war's? Gut, boah, ich war super. Sehr lecker. Wie immer. Im Pazite. Bist du glücklich heute schon? Ja, sehr. Sehr glücklich? Ja. Okay. Weil die Sonne jetzt rauskommt. Okay. Vielleicht ist ja hier noch was in der Pfanne, dann bin ich noch ein bisschen glücklicher. Die Sonne lacht, das ist doch toll. Ja? Ja, an solchen Steinen hier, da kann in Katzhütte tatsächlicherweise auch mal Gold dran hängen. Hatten wir das letzte Mal. Deswegen solche Steine nicht einfach reinschmeißen, sondern ab und zu mal Lugi-Lugi machen. Ja, alles angucken, genau. Genau. Hat Uwe was drin oder nichts? Das ist die spannende Frage, wie immer. Ein Daumen hoch, damit was drin ist. Die Pfanne sieht schon mal schön aus. Aber das hat immer nichts zu sagen. Weil in dieser ist leider wahrscheinlich nichts drin. Aber auch hier die roten Steinchen wieder und der Black Sand mit drin, also sehr gute Stelle auf jeden Fall. Aber es kann natürlich logischerweise nicht in jeder Schaufel Gold sein, ja. Das ist ja, Schaut aber verdammt gut aus, die Eisensteinchen, der Black Sand da, ja. Ja. Also in der Theorie muss es auf jeden Fall hier was geben, in der Praxis ist jetzt gerade nichts drin, aber... Ja, ich hatte jetzt von 15 Pfannen ungefähr in 10 Pfannen was drin, also kann ich mal kurz... hier reinkippen, dann können wir es mal angucken. Ja. So schaut es gerade aus. Ja, hier ist ein schönes Krümelchen auch. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Hi! Der Daniel hat euch ja vorhin meine Rinne gezeigt. Ich habe jetzt meine zweite Rinne noch daneben gesetzt und habe meine Goldfee jetzt hier sitzen und die bringt das Gold. Ja, die kennt ihr noch aus einem Video von Sitzendorf. Sitzendorf, ja. Genau. Und wir haben ja über die Rinnenmatten gesprochen, welche die beste ist. Ich hatte einen relativ großen Splitter, den habe ich hier drinnen, den mache ich gleich noch frei. Der hat sich dann gefangen in diesen Runden. Und jetzt könnt ihr mal gucken, in dieser zweiten Matte hängt da drüben ein schöner großer drinnen. Geil. Und hier drüben hängt auch so, ich würde sagen, das ist so 2,5 mm. Da ist auch einer, ja. Und hier wollen wir mal gucken, ob bei den großen, den müssten wir eigentlich relativ schnell rausfiltern können. Da ist er schon. Ja, das ist ja fast eine Haferflocke. Ja. Ja. Sehr, sehr schönes Teil. Ihr sucht Haferflocken hier, ja. Cool. Ja, wir sind auch mega glücklich damit. Ja. Also, Hammer. Das ist der größte, den ich bis jetzt hier gefunden habe. Ja, ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Ne? Hey, super Fund. Ja. Alles klar, weitermachen so. Ja, natürlich. Cool. Teppich schön zusammenrollen. Und hier vorne kurz aufmachen. Und dann den Teppich noch schön auswaschen. Also gleich bei der Rinne.
Okay. Jawohl. Dann gehen wir hier mal ran und schauen wir, ob da was drin ist. Wir benutzen die Rinnen ja zur Konzentration. Das heißt, wir können theoretisch auch mit der Pfanne waschen, aber dann schaffen wir nicht so viel Material. Deswegen benutzen wir ja diese Goldwaschrinnen. So, und jetzt gucken wir hier mal rein, ob sich in dem Konzentrat hier irgendwo Gold versteckt. Nein, aktuell leider nicht. Aber wir nehmen das Konzentrat wie immer mit, denn doppelt hält besser. Wir waschen daheim nochmal aus. Kann immer sein, dass man auf die Schnelle was übersieht. Ja, jetzt nochmal zu den Details von der Waschrinne hier. Wir haben hier vorne diesen Vorschaubereich. Dann haben wir hier drunter eine grobe Riefenmatte, was man im Prinzip dann auch nehmen kann, um das Konzentrat noch ein wenig weiter zu konzentrieren. Dann kommt hier der Teppich drauf. Und auf den Teppich hier unser Streckmetallgitter. Ja, und hier vorne gibt es dann verschiedene Einsätze drin. Das ist jetzt zum Beispiel der hier. Kann man sich immer so eine Platte bauen, die steckt man dann da vorne drunter, kommt hier drauf, wird festgemacht und gut ist. Schnell, einfach, universell einsetzbar für alle möglichen Gebiete. Man kann halt da vorne verschiedene andere Matten draufkleben, je nachdem, was man für Vorstellungen hat. Jawohl, so schaut es aus. Ja, moin moin. Moin. Du bist jetzt der? Mike. Der Mike, genau. Mit Frau? Mit Frau. Ohne Kind? Ohne Kind. Aber mit Kien. Welche Kienmaschine hast du? Die kleine, die 91. Aber die ist schon älter, ne? Ja, ja, die ist schon älter, genau. Die ist schon älter, aber ich bin so zufrieden mit der Kien. Die 91 A, glaube ich. Und ich habe die jetzt, das ist meine allererste Rinne und ich bin sehr zufrieden mit der Rinne. Wie gesagt, die kann man im Wasserfall legen und die fängt trotzdem alles durch den Teppich hinten. Hammer! Man denkt, das Gold, was man findet, was man oben sieht, ist weg. Aber dann bleibt es trotzdem noch hinten im Teppich hängen. Viele mögen diese Rinne nicht, weil, wie gesagt, das wird auseinanderbauen, sauber machen und so. Dauert zu lange und so. Ja, aber das ist eigentlich Schnuppe. Ob das nur zu lange dauert oder nicht. Jeder hat da ein anderes Gefühl, aber die ist super, die Rinne. Die fängt wirklich alles. Die kann man auch den ganzen Tag drinnen liegen lassen, ohne sauber zu machen. Und man hat richtig Ergebnisse. Schönes Ergebnis. Obwohl hier schon seit über mehreren Jahren das Ding umgebuddelt und umgeflügt wird, findet man immer noch sehr schöne Stücken. Super, die hat richtig schön Druck. Da liegt schon jetzt. Da liegt noch eins. Jetzt ist es wieder. Da ist noch eins. Das ist ein schönes Stückchen wieder. Wie gesagt, und wenn das jetzt weg ist, ist es aber eine Matte trotzdem drin.
gerade dazu gekommen. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Stelle hier, ne? Ja, ja. Kann man ja fast sagen, in jeder Schaufel ist ein Gold drin, ne? Ja, ja. Bissing, Bissing. Könnte mehr sein. Von dem gelben Blech. Ne, ich glaube, da kannst du nicht meckern. Nee. Wie gesagt, rot, ja, habe ich ja. Das war da hinten, da so, wo der vorher Strom in der Mitte ist. Ein Nugget gefunden von 520 Gramm, Milligramm. Ja. Lag in der Creme drin, habe ich nicht gesehen. Erst beim Auswaschen habe ich mitgekriegt. Oh, guck mal, was da gerade zugekommen ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ja, 7. Der Rest ist in der Matte. Der Rest ist in der Matte, genau so ist es. Genau. Jedenfalls muss die Rinne so aussehen mit Gold. Noch drin ist. Wenn die Blume ist, einfach riesig. Und der Teppich ist aber noch mehr. Oh, nochmal Zeit für den kleinen Cleanout. Die Rinne hat hier sehr schön gefangen. Überall diese roten, schweren Steinchen drin. Wir setzen es wieder rein, machen wieder auf und machen wieder Cleanout. Und wir sehen hier sogar so eine Art kleines Mini-Nugget und jede Menge feines Gold, wenn man da genau reinschaut, ja? Überall feines Gold. Also das ist das Zeichen dafür, dass der Teppich funktioniert. Ja, wir benutzen jetzt einfach mal die goldführende Rinne, in der überall Sternenstaub drin ist, um euch mal zu zeigen, was wir gerade hier so alles entdeckt haben. Der Mike hat jetzt das hier gefunden. In drei Eimern. Ja, 30 Liter. Saugeil. Und bei uns war jetzt gerade drin hier dieses Mini-Nugget. Das ist tatsächlich vielleicht sogar knapp einen Millimeter hoch, wie man hier sehen kann. Kleines Mini-Nugget. Juhu! Hier liegt aber auch was Schönes drin, war auch ja. Post. Nee, das war alles vorne drin. Aber wir haben hier gerade eine kleine Staubwelle verursacht. Das hoffen wir mal, dass wir es nicht rausgespült haben. Ach, das bleibt doch hinten drin hängen. Ja.
Saugeil auf jeden Fall. Gold ist neues Mal schwerer wie Wasser. Ja, ne? Der fällt sofort runter und bleibt liegen. Jawohl, und jetzt wolltest du noch mal deine Röhrchen zeigen. Ja. Bevor du dich vom Acker machst. Jawohl. Mit der Pfanne, wo du merkst. Mit der Pfanne? Mit der Pfanne. Jawohl. Saugeil. Ja, super. Super Ergebnis wieder, ne? Top. Top. Ja. Und jetzt schauen wir dann später noch mal kurz zum Uwe. Denn hier ist jetzt Veranstaltungsende. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Hat mir Spaß gemacht zuzuschauen. Vielleicht konntet ihr noch ein bisschen was lernen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ja, war ein sehr schöner Tag. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, auch wenn das Wetter nicht so toll war. Hat ziemlich stark geregnet heute zwischendurch. Aber Goldbecher lassen sich den Spaß am Waschen nicht nehmen und wir sind nicht aus Zucker. Macht's gut. Ja, sind wir nass geworden. Bisschen. Jetzt, wo es fertig ist. Jetzt, wo es fertig ist, kommt die Sonne raus. Das ist ein bisschen Verarsche, ne? So, meine lieben Goldwäscher, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Bleibt gesund. Ciao.